Müssen alle Fitness-Influencer gecancelt werden? Vermittelt die ein falsches Bild auf Instagram und hat Gnu recht in ihrem Video? Das gucken wir uns alles heute an. Los geht's. Chris Hemsworth. Über Chris Hemsworth wird gerade. Chris Hemsworth. Hemsworth. Ja, das ist schwierig. Fleißig diskutiert, denn natürlich hat er nach dieser Monster-Transformation. Ja, da sieht man das ja sehr, sehr gut, dass Chris schon sehr, sehr trainierten Körper hat, schon damals. Aber damals war das noch so Surfer-Natural-Style. Und dann kam halt der Tor-Boost. Und ich würde sagen, zwischen dem 2 und 3 tut sich auch relativ wenig. Plus, bei Chris war es auch so, dass er zwischendurch auch wieder abnehmen muss. Und das ist ein Riesenproblem für die Schauspieler, weil du musst ja tendenziell schnell zunehmen, schnell abnehmen. Das macht man dann auch ganz viel über Wasser. Das macht man aber auch über Substanzen. Vielleicht gehen wir da gleich noch drauf ein. Und die Gefahr besteht natürlich, dass Leute sich den Chris angucken und denken, ja, genauso will ich auch aussehen. Und ich mache auch genau das, was er macht. Auch eine Fitness-Workout-App rausgebracht. Diese steht offensichtlich in der Kritik, da sie sehr scammy sein soll. Und vor allem verspricht sie Vorher-Nachher-Ergebnisse, die so wahrscheinlich, wie soll ich sagen, sehr unrealistisch sind. Ja, das ist halt generell, glaube ich, ein Problem der Fitness-Szene, denn wir wollen ja alle Geld verdienen. Und die Frage ist, ob du Geld verdienen möchtest mit einer moralischen Idee, denen die Leute hilft, oder ob du Geld verdienen möchtest und die Leute scammst. Und irgendwie glaube ich, ich weiß, vielleicht ist das meine naive Sicht, dass Chris schon eine sehr, sehr, also der möchte die Leute zum Sport bringen. Das denke ich jedenfalls. Und das ist auf jeden Fall ja was Gutes. Und toxisch wird es ja erst, wenn man Medikamente nimmt, wenn man das Ganze einfach viel zu krass macht. Also wenn man es im Prinzip so ein bisschen so macht wie Chris selber. Also vielleicht sollten wir dahin gehen, dass wir uns die positiven Aspekte von Schauspielern, Influencern und so weiter schnappen und gucken, was können wir ein Positives für unser Leben daraus ziehen. Aber diesen Riesenpreis mit Medikamenten und so, den wollen wir doch alle nicht zahlen. In der Rolle von Thor noch zusätzlich mit Hilfe von CGI mit weiteren Muskeln bepackt, aber das sind natürlich nur Gerüchte. Genauso wie die. Sind das Gerüchte? Also ich dachte, das wäre Fakt, dass Chris per CGI breiter gemacht wurde. Also das ist vielleicht auch für dich beruhigend, wenn du aussehen willst wie Thor, wie Chris Hemsworth. Hemsworth, ne? Hanswurst, ja, genau. Wenn du aussehen willst wie Chris Hanswurst, dann sollte dir vielleicht klar sein, dass nicht mal er so aussieht. Also und wie befreiend ist das, oder? Jetzt ist doch der Druck von uns allen runter. Wir können gar nicht so aussehen wie er. Es sei denn, wir gehen vor ein Greenscreen und lassen uns da auch Muskeln drauf shoppen. Fans auf TikTok, die ihren minderjährigen Fitness-Influencer dafür abfeiern, dass sein Körper der eines Erwachsenen gleicht. Und hier haben wir genau das Problem, ne? Gerade wenn es um Kinder geht, die das natürlich überhaupt nicht einschätzen können. Ja, auch viele die Frage, was er eingenommen hat, um so auszusehen. Schnell findet man in den Kommentaren die Antwort, es handelt sich um SARMs. Aber was ist SARMs eigentlich und ist es gleichzustellen mit Steroiden und Anabolika? Ja, SARMs, ich bin heute lustig, ich denke an das SARMs, oder? Kennst du das noch? Selektive Androgenrezeptormodulatoren. Das sind die sogenannten SARMs und die gehören zur Gruppe der performance-steigernden Drogen. Da ist es so, dass sie halt so ähnlich bilden wie Testosteron, also Hormone bilden häufig an Rezeptoren und da ist es aber so, dass die Affinität deutlich höher ist. Das bedeutet, die haben mehr Bock, am Rezeptor zu kleben. Und zwar, die ist 10-mal so hoch. Das Gleiche haben wir, by the way, was du natürlich niemals machen solltest, bei Shisha. Bei Shisha ist es ja so, dass du Gefahr läufst, einer Kohlenmonoxidvergiftung zu erliegen. Und Kohlenstoffmonoxid ist sehr, sehr gefährlich, weil es bindet halt auch in die Lunge mit einer viel, viel höheren Affinität als Sauerstoff. Da ist natürlich die Gefahr, dass wenn du jetzt irgendwie Shisha rauchst, du kriegst eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung, packst sie aus dem Mund, willst ganz normal Luft einatmen, haben die Sauerstoffmoleküle, die in der Luft rumschwirren, ist einfach deutlich schwieriger, dieses Kohlenstoffmonoxid wieder zu vertreiben und daran zu binden. Das heißt, du hast das Gefühl, dass du erstickst und du erstickst ja auch. Was wird da gemacht? Halt über Hochdruck Sauerstoff dann doch wieder da reingepumpt. Kleiner Exkurs, aber SARMs wirken ähnlich so wie Steroide. Oder ist es doch was komplett anderes? Dass Anabolika Nebenwirkungen mit sich ziehen, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Was mir allerdings nicht bewusst war, ist, dass einige Nebenwirkungen der Anabolika bei Frauen nicht mehr rückgängig zu machen sind. Beispielsweise die tiefe Stimme, die Körperbehaarung oder die Vermännlichung der Geschlechtsorgane. Ja, alles, was halt eine Wirkung hat, hat natürlich auch eine Nebenwirkung, ne? Und gerade wenn du in deinem Hormonhaushalt rumspielst, ist das eine ziemlich gefährliche Sache. Du denkst vielleicht Hormone, wenn du jetzt irgendwie ein bisschen männlicher Muskeln aufbauen willst, dann nimmst du Testosteron und wenn du weiblicher irgendwie sein willst, nimmst du Östrogen. Aber das ist ein hochkomplexer Vorgang. Schon allein die Wirkung von Östrogen ist so vielfältig und nicht nur auf dein Geschlecht irgendwie spezifisch. Zum Beispiel ist da, ist
wichtig für deine Knochendichte, wenn du da rumspielst. Aber kurz nochmal zum Regelkreislauf. Deine Hormone unterliegen bestimmten Regulationsmechanismen. Es geht los mit der Hypophyse. Die sieht aus wie so ein kleiner Hoden. Und nach der Hypophyse, also es gibt hier so ein Freigabehormon und dann geht sie wieder zurück und nochmal zurück. Und wenn du halt in diesen Kreislauf eingreifst, ne, und hier unten an den Zielorganen einfach was machst, beziehungsweise an den Hormonen dafür, dann kann es sein, dass du an einer ganz anderen Stelle ein Problem hast. Und deswegen sind diese Nebenwirkungen auch so vielfältig, die du da hast. Deswegen an Hormonen rumzuschrauben, ist eine ganz, ganz heikle Nummer, vor allem auch, wenn du das dann alleine machst. Es gibt nicht umsonst den Endokrinologen, das ist der Facharzt für Hormone. Ja, der hat, ich habe nur 6 Jahre Medizinstudium geschafft, der hat danach nochmal einen Facharzt gemacht für Endokrinologie, der nochmal 6 Jahre gedauert hat. Also bevor du da rumspielst, geh bitte zu diesem Arzt. Leiden viele Konsumenten an Akne? Gegen die wiederum Präparate eingenommen werden, um das zu minimieren, welche sogar zu Missbildungen bei ungeborenen Babys führen können. Ja, das ist die sogenannte Teratogenität. Das sehen wir zum Beispiel bei starken Medikamenten, die zum Beispiel Vitamin A beinhalten, was ja gegen Akne wirkt, aber was halt auch noch viele andere Nebenwirkungen hat, wie Hauttrockenheit, Gelenk- und Muskelschmerzen, intrakranielle Hypertonie, das bedeutet in deinem Kopf intrakraniell hast du einen erhöhten Blutdruck, deine Leber kann absterben, deine Nieren kann absterben, auch dein Herz. Also es gibt da Studien, die zeigen ganz deutlich, dass deine Fähigkeit des Herzens, einen Großteil des Blutes herauszupumpen, heruntergesetzt wird. Um das mal ohne die Fachwörter zu sagen. Plus, und das ist ja auch das, was Knu gesagt hat, auch wenn du dann damit aufhörst, kann es durchaus sein, dass das nicht wieder zurückkommt. Das heißt, es kann sein, dass du dir Schäden jetzt zu dir ziehst, weil du jetzt ein bisschen dickere Muskeln haben willst und die gehen nie wieder weg. Das gilt laut diesem Artikel übrigens auch für SARMs. Jetzt kommen wir zu weiteren Nebenwirkungen, die das Ganze mit sich zieht, wenn man diese Stoffe langfristig einnimmt. Wir haben einmal die Vergrößerung des Herzens. Ja, genau. Das ist die Vergrößerung des Herzens. Das erklärt jetzt das, was ich so blöd erklärt habe. Wenn das Herz größer wird, da denken wir ja vielleicht, ey, ist ja voll geil, dickerer Muskel oder so. Aber das Herz ist ja ein Hohlorgan. Das bedeutet, es braucht ja drinnen einen Hohlraum, damit Blut reinfließen kann, was wir dann wieder rausschieben. Wenn das Herz größer wird, wird es ja auch nach innen größer und dadurch sinkt halt diese Ejektionsfraktion. Das bedeutet halt, es sinkt ja genau dieser Blutanteil, den das Herz rauspumpt. Diese kann dann zu einer Blutgerinnung führen. Ja, eine Blutgerinnung. Einfach erklärt, wenn du dich schneidest, dann wirst du ja bluten. Und jetzt gibt es voll den geilen Mechanismus deines Körpers, dass du halt aufhörst zu bluten. Und das ist die Gerinnung. Da gibt es unterschiedliche Verfahren. Es geht schon damit los, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen, dass du auch da theoretisch gar nicht mehr so viel rausblutest. Und dann verkrustet es ja langsam. Dann sammeln sich so langsam Zellen und deine Haut wird geheilt im Laufe der Zeit. Und du hast jetzt ein großes Problem, wenn du nicht hier eine Wunde hast, sondern du hast die innerhalb deiner Gefäße im Körper. Weil da gibt es einen ähnlichen Prozess. Und das wird zum Beispiel begünstigt durch die Pille. Da sind wir wieder bei den Hormonen. Du merkst, du greifst an eine Stelle ein und du hast vielleicht an einer ganz anderen, wo du überhaupt nicht mit rechnest, eine Auswirkung. Und da ist es halt so, dass wenn du halt Wunden hast in deinem Gefäßsystem, dann kann es natürlich sein, dass du zum Beispiel einen Herzinfarkt kriegst oder einen Schlaganfall, weil es bildet sich ein Grinsel oder ein Thrombus, also eine Anzahl von Zellen, die normalerweise hier gut wären, weil sie etwas verschließen und dann sammeln die sich da. Und dann kann es sein, dass sich dieser Thrombus dann löst und irgendwo durch deinen Körper, ganz häufig ist das so, von einer tiefen Beinvene dann nach oben schwimmt, zum Beispiel eine Lungenembolie macht, also da ein Gefäß verstopft, oder es kann halt sein, dass du einen Herzinfarkt bekommst. Das bedeutet, das Herz muss ja selber mit Blut versorgt werden. Da gibt es die sogenannten Herzkranzgefäße und auch die können verstopfen oder verplacken. Und das alles kann halt durch Anabolika passieren. Wiederum kann Thrombosen auslösen, die dann zu einem Herzinfarkt führen können. Je nachdem, was man für eine Zusammensetzung an Anabolika einnimmt, kann dies auch zu Cholesterinablagerung in den Gefäßen führen. Genau. Und gegen diese Nebenwirkungen nimmst du dann wieder weitere Substanzen zu dir, die das verhindern, die wiederum zu einer Fehlbildung bei Ungeborenen führen können. Das ist die Teratogenität. Es gibt Dinge, die du machst, die erbschädigend sind. Und eines der bekanntesten Beispiele ist Rauchen, muss man auch mal dazu sagen, weil ich finde es immer schade, wenn wir uns auf so Nischensachen stürzen, wie du trainierst zu viel und nimmst Anabolika. Aber ich rauche beides vielleicht nicht. Also bitte viel trainieren, das finde ich gut, aber nicht Anabolika nehmen und auch nicht rauchen. Fitness-Trend oder nennen wir ihn lieber Wahn, kann das Muskeldysmorphie-Syndrom auslösen. Die Body-Dysmorphie-Störung kennen wir bereits aus anderen Videos, die ich bereits zu diesem Thema gemacht habe. Laut diesem Artikel ist also die Muskeldysmorphie
das Gegenteil einer Magersucht. Ja, Magersucht ist ja eigentlich Anorexie. Ich möchte nicht, dass man das verwechselt. Also häufig sagt man Magersucht und meint aber andere, und hier Triggerwarnung, ich rede jetzt über Essstörungen, zum Beispiel Bulimie oder Binge-Eating oder Orthorexie. Also es gibt ein Wort, was häufig synonym verwendet wird. Und die Muskeldysmorphie, ich glaube, ich habe auch das Symptom, dass ich ein bisschen darunter leide. Ich sage aber auch nur das Symptom, weil ich überhaupt keinen Leidensdruck habe. Denn ich hänge meistens mit meinem besten Freund rum und der gibt mir immer das Gefühl, zu dünn und zu schwach zu sein. Und irgendwann, wenn du dich halt dann nur noch mit diesen Menschen umgibst, dann denkst du natürlich, okay, jeder sieht so aus. Und dann, keine Ahnung, sehe ich mich irgendwie auf der Couch beim Frühstücksfernsehen oder neben Tim Gabel, denke mir so, das ist doch nicht mein Körper. Ich habe doch nicht wirklich so dicke Arme oder so. Dann merke ich schon, das ist, glaube ich, ganz häufig so. Es gibt auch dann ganz krasse Studien, wie viele Leute, die regelmäßig trainieren, das überhaupt nicht wahrnehmen, wie viel Muskulatur sie besitzen im Vergleich zu den anderen, weil du halt einfach in einer anderen Welt lebst. Da sehe ich auch schon Symptome bei mir. Ich sage das aber mit einem Lächeln, weil das ist genau der Unterschied. Du hast ein Symptom einer Krankheit, aber du hast diese Krankheit nicht. Das ist ähnlich wie bei auch anderen Krankheitsbildern, die sehr, sehr ernst sind, wie zum Beispiel eine Depression. Da ist es so, dass die drei Hauptsymptome sind Stimmungsverlust, Interessensverlust, Antriebslosigkeit. Und diese Symptome, die hattest du ja auch schon. Die hatte ich auch schon. Regelmäßig. Das heißt aber natürlich nicht, dass du eine Depression hast. Deswegen habe ich auch nicht diese Krankheit, dass ich jetzt total darunter leide. Aber dieses Symptom, das kenne ich auch. Dr. Harrison Pope werden ca. 30% der Anabolika-Konsumenten, die diesen regelmäßig verwenden, abhängig. Die Abhängigkeit soll ähnlich wie bei Heroin im Gehirn ablaufen. Aber nicht nur das kann süchtig machen. Auch die Angst, Masse zu verlieren, sich täglich zu wiegen und nervös zu werden, wenn einmal das Workout geskippt werden muss, sind Anzeichen für ein Problem. Christian Bale ist wohl einer der Schauspieler, der mit die krassesten Body-Transformationen hinter sich hat. Allerdings wurde auch ich hier stutzig, denn wenn man mal schaut, 2004, wie schlank er war, 55 Kilo, und dann innerhalb von einem Dreivierteljahr wieder extrem muskulös. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Das stimmt. Es gibt ein paar Mechanismen. Also ganz viel läuft, also erstmal, ich bin ein riesen Christian Bale-Fan. Also die Batman Dark Knight Trilogie ist, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich habe den größten Respekt vor seiner Leistung, was seinen Körper auch angeht. Weil der hungert sich häufig runter für eine Rolle im Film The Fighter oder so. Ich weiß nicht, ob er so hieß, da ist er so ein Boxer. Da hat er sich runtergehungert, um halt als Drogensüchtiger, ich glaube, ich weiß nicht, ob das der Film war oder nicht, aber er hatte im Prinzip den gleichen Körper. Direkt danach hat er viel an Muskulatur aufgenommen und warum ich sage, ich finde das so beeindruckend, weil ich als Mediziner den menschlichen Körper und Geist unfassbar spannend finde und einfach auch was für Extremleistung der vollbringen kann. Dass du das natürlich nicht machen sollst, ist vollkommen klar. Aber ich finde es halt wahnsinnig spannend zu checken, wie Leute unfassbar schnell laufen, ultra leistungsfähig sind in der Birne und was sie mit ihrem Körper anstellen können. Fernab auch von der Gesundheit. Ich finde es einfach unglaublich faszinierend und es zeigt halt auch diese Willensstärke von Christian Bale. Aber wie macht das jetzt medizinisch? Natürlich kann er auch Substanzen nehmen. Ich muss allerdings sagen, dass sein Körper als trainierter Batman absolut natural möglich ist. Das ist kein Vergleich zu Thor. Und es kann auch durchaus sein, dass Leute in kurzer Zeit viel Gewicht verlieren können und auch viel Gewicht, auch Muskulatur zunehmen können. Und ich glaube, Christian, der hat ja auch mal so einen dicken, übergewichtigen Politiker gespielt. Also der kann halt krass mit seinem Körper umgehen. Gesund ist das natürlich nicht. Wie sind jetzt die Techniken? Erstmal Wasser. Es geht ganz viel über Wasser. Und es ist ja so, wenn du trainiert bist, also wenn du regelmäßig Krafttraining machst, trainierst du ja nicht nur deine Muskulatur, sondern du trainierst auch dein Nervensystem. Also deine Nerven steuern ja deine Muskeln. Das bedeutet, es kann gut sein, dass du Muskulatur in dem Sinne verlierst natürlich und auch Wasser verlierst, aber die relativ schnell wiederkommt, weil du hast ja auch ein neuronales System, was diese Muskulatur trainiert. Da gibt es so einen Memory-Effekt, aber weißt du, wenn ich das sage, gibt es auch ganz viele Fitness-Fritzen, die sagen, den gibt es nicht und so. Also was letztendlich Christian Bale da gemacht hat, das weiß natürlich nur er. Da würde ich aber nicht ganz klar sagen, dass der auf jeden Fall gestofft hat. Kann gut sein, könnt's mir sehr, sehr gut vorstellen, aber ich würde nicht sagen, dass es auf jeden Fall es gemacht haben muss. Bei Thor habe ich da eine ganz klare Meinung, weil erstmal hat er gestofft, ziemlich sicher, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Selbst wenn nicht, er ist ja CGI-Thor. Also nicht mehr er selbst sieht so aus wie im Film. Neben Christian Bale ist natürlich auch The Rock nicht wegzudenken. Auch hier diskutieren Leute wirklich auf Foren wie beispielsweise Reddit, ob er auf Steroiden ist. Vielleicht auch die, also ich finde das generell diese Frage voll spannend, ist er auf Stoff oder nicht? Würde ich auch mal gerne irgendwie mit, keine Ahnung, Tim Gabel so einen Podcast machen und da so unterschiedliche Leute durchgehen, finde ich voll spannend. Es gibt da so ein paar Sachen, auf die man achten kann, ne? Wie ist das mit Akne, Androgenrezeptoren in der Nähe vom Nacken? Hat er so einen Stiernacken? Wirkt es proportional? Ist er sehr, sehr ripped und trotzdem ultra stark? Passt da irgendwas von der, von
von den Proportionen nicht. Aber letztendlich nutzt dir das persönlich überhaupt nichts, dir zu überlegen, ob irgendein Sportler oder so natural ist oder nicht, weil es dein Leben überhaupt nicht verbessert oder verschlechtert. Und deswegen der kleine Reminder, versuch doch von The Rock zum Beispiel, überleg dir, hey, was ist denn geil an The Rock? Ich finde, das ist ein ultra cooler Typ, der motiviert total krass. Wenn ich mir seinen Content reingucke, habe ich halt Bock auf Sport. Mega geil. Muss ich alles genauso machen? Alles, also ich habe, by the way, auch mal auf ein Video von The Rock reagiert, wo ich mir angeguckt habe, was er denn isst, findest du hier. Da isst er, glaube ich, jeden Tag viermal Fleisch oder so, ja. Das musst du alles nicht machen. Aber guck doch auf das Positive, was du ihm von ihm abschauen kannst. Versteif dich nicht auf das Negative und die Kritik. Das machen wir hier in Deutschland viel zu viel. Und anscheinend ja auch in Amiland. Während die Mehrzahl sich über diese Frage aufregt, weil sie denken, ja, aufregt. Ist das dein Ernst? Doch offensichtlich gibt es trotzdem noch ein paar wenige, die sagen, das sind definitiv die Gene. Und natürlich eine gesunde Ernährung und Sport. Aber macht euch einfach mal euer eigenes Bild. Da ist aber auch, sehr dünn. Also ich glaube auch, dass er stofft. Deswegen, ich glaube schon, dass Gnu recht hat. Aber man muss sagen, da, vielleicht ist er dann 19 oder 20 oder 22 oder so, glaube ich jetzt. Da kannst du ja erst irgendwie seit 5 Jahren trainiert haben. Also da ist deutlich mehr drin, auch natural. Plus auch sein Vater war ja auch schon Wrestler, der krass war. Man muss aber auch sagen, Wrestler sind ja auch wandelnde Apotheken. Das ist vielleicht auch noch was Wichtiges. Leute haben häufig das Gefühl bei einem The Rock oder beim Chris Hemsworth, haha, du nimmst Stoff und das bedeutet, du machst ja gar keinen Sport oder Ernährung oder irgendwie sowas. Das stimmt ja nicht, sondern das sind ultra disziplinierte Leute. Moralisch kann man natürlich darüber reden, wie weit das jetzt irgendwie toll oder schlecht ist, da die Follower, die Öffentlichkeit zu belügen oder so. Aber nicht, dass du denkst, dass du nicht Sport machen könntest und dich schlecht ernähren könntest und einfach nur eine Spritze nimmst und dann so aussiehst wie... Ja, das geht nämlich nicht, sondern um so auszusehen, musst du stoffen, Ernährung muss top sein, Sport muss top sein, du musst sehr viel Geld haben, um die Medikamente und auch das gute Essen zu bezahlen. Also um so auszusehen, musst du auch krass sein. Und die meisten Leute wollen ja immer jemanden exposen. Boah, der stofft jetzt, dann ist ja alles, was er sagt, irgendwie Bullshit oder so. Und ich will dich ein bisschen davor bewahren, weil das nutzt dir leider überhaupt nichts. Und es ist auch ein bisschen nervig, dass ich das mal sagen muss, weil es wirkt immer so, als würde ich das rechtfertigen. Meine Rolle wäre hier viel sympathischer, wenn ich sage, ja, guckt euch die an, die sind alle richtig scheiße und die belügen uns und können uns alle zusammen aufregen, aber ich möchte ja, dass du ein geiles Leben hast und deswegen nimm dir die positiven Sachen. Wer vielleicht auch nicht ganz so transparent mit seinem Workout-Ergebnis war, das soll laut vielen Leuten Chris Hemsworth sein, der vorgespielt hat. Wie schon vorhin angesprochen, hat die App von Chris Hemsworth extremen Shitstorm bekommen, da sie sehr scammy sein soll und im Monat anfangs nur $16 gekostet hat und auf einmal dann $99 gekostet hat. Und sehr unrealistische Vorher-Nachher-Bilder, die innerhalb von 8 Wochen passiert sein sollten, präsentiert. Daher also keiner so wirklich über seine ehrlichen, wirklichen Erfolge sprechen möchte, hat das aber einmal PewDiePie für uns gemacht. PewDiePie trainiert ja selbst seit Jahren natürlich. Er hat sich diese Muskulatur seit Jahren aufgebaut. Da sieht man aber auch bei PewDiePie, ne, das Spiel mit dem Licht. Ne? Also hier kommt das Licht ja sehr, sehr unvorteilhaft. Hier kommt das Licht deutlich besser und so. Also gibt es natürlich auch so ein paar Sachen, wo er dran spielt. Aber trotzdem Respekt. Gebaut. Er hat auch noch ein paar wichtige Dinge zu dem Ganzen zu sagen. But what I don't like about Chris especially is that he's selling this app. Train, eat and live better with Chris Hemsworth's team. Like, what? Ja, das ist halt schon ein bisschen lächerlich und ich finde, da kann man das auch durchaus kritisieren. Irgendwie nehme ich das Chris nicht übel, weil er so in einer weiten Sphäre ist, weg von uns allen, dass ich ihm das irgendwie nicht so übel nehme, was eigentlich total bescheuert ist, weil wird das jetzt ein deutscher Fitness-Influencer machen. By the way, es gibt ja wirklich gute, aber dann gibt es halt auch so Leute wie Coach Steph, ne, die einfach den ganzen Tag irgendeine Scheiße labern, selber nicht trainieren. Ich weiß es auch nicht, ich will da eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, zu diesem komischen Steph-Coach. Ich will ihm auch keine Plattform mehr geben. Auch witzig, im Video von Gnu kommt er auch vor. Ich habe ihn natürlich extra rausgeschnitten. Und Gnu nennt ihn auch Steph Coach. Ja, also lieben Gruß an Steph Coach. So, weiter geht's. I gotta pay monthly to get his workout routine. Like, how many teenage Marvel fans do you think are buying this? The whole selling point is, you know, they want to look like Chris. And I can even see myself as a teenager. If I was young saying this, I would totally buy into that. And it's just lame, dude. Ja, das finde ich genauso. Das finde ich genauso. Also, ich muss nochmal mir überlegen, warum ich das halt bin. Er ist halt in weiter Ferne. Ich bin dazu unkritisch, was es angeht, dass man wirklich, also die meisten
meisten Leute hier in diesem Land, vielleicht muss ich so anfangen, haben das Problem, dass sie viel zu wenig Sport machen und sich viel zu ungesund ernähren. Und wenn du als Kind, als Jugendlicher oder als Erwachsener denkst, hey, ich möchte so aussehen wie Chris Hemsworth, ich mache da seine Workouts, ich mache da sein Essen, dann wird das dein Leben verbessern. Er ist also eine ganz niedrige Schwelle, die dann so fertig ist und sagt, hey, ich muss aber genau 1:1 so aussehen und dann Anabolika nimmt. Da wird es dann natürlich toxisch, aber grundsätzlich nicht geil von Chris, was das jetzt angeht. Aber die meisten, die diese App benutzen, werden ja ein verbessertes Leben haben. So sehe ich das. Aber natürlich komplett lächerlich, wie er dann da auch trainiert. Ich lache mir da auch immer einen ab, wie Chris trainiert, ja. Also wie er sagt, dass er trainiert, weil das einfach Bullshit ist. Vorher-Nachher-Bilder von dieser App von Chris Hemsworth ein. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Bro, come on, get out of here. Das ist sein Stuntman, der ist halt richtig krass. Das ist halt auch wiederum was. Wenn Chris kämpft manchmal, dann kämpft er ja nicht, sondern es ist sein Stuntman und der ist nochmal deutlich krasser als Chris. Like, it's so obviously steroid use. Das ist übrigens das Stuntman-Double von Chris selbst. Außerdem nimmt PewDiePie in seinem Video auch noch Kumail ins Visier, der nach wenigen Monaten so aussah. Bevor jetzt wieder Leute kommen, die sagen, das ist alles ohne Anabolika und Steroide möglich, du hast doch keine Ahnung, du machst doch kein Bodybuilding. Nein. Überlasse ich hier mal PewDiePie das Wort. I feel like people also again defend this and be like, well. Ja, klar. Well, you know, he's got the best trainers in the industry and he's got probably the best nutrition as well. That's how he's able to pull that off. Yes, yes. Aber PewDiePie, und das finde ich auch sehr gut, der sagte yes, yes. Und die meisten würden sagen, ja, nee, der stofft nur und deswegen ist das andere alles kein, hat keinen Wert. Got the guy feeding him the, you know, the steroids that hit him just right. Der Druck, schnell dabei zu sein und nicht jahrelang Muskeln aufbauen zu wollen, ist groß, weswegen eben viele zu Sams greifen. Ja, und das solltest du natürlich nicht machen. Ja, du kannst halt auch natural ultra krasse Muskulatur aufbauen. Also das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Plus, auch wenn du schon im jugendlichen Alter machst, da können auch Dinge passieren, die du überhaupt nicht wolltest, die sogar kontraproduktiv, wie zum Beispiel dein Wachstum kann stoppen. Wenn du jetzt ein 13-jähriger Dude bist oder ein 14-jähriger Dude und du willst ja auch groß werden, dann kann es sein, dass wenn du die Anabolika nimmst, dass dein Wachstum dann aufhört. Und es kann halt auch sein, das ist ja dann ja auch so, wenn du zu viel Testosteron und so weiter ballerst, dass du dann verweiblichst, dass du dann eine Hodenatrophie hast, das heißt, die dass du eine Gynäkomastie hast. Wie heißt politisch korrekt? Möpse? Dass du halt Gynäkomastie hast, genau. Dieser TikToker heißt Getting Gains. Ich konnte seinen Account nicht finden. Ich gehe davon aus, dass er gelöscht worden ist. Was mir immer besonders schmerzt, gerade auf TikTok, ist, wenn die Leute ihr Alter reinschreiben und sagen, ich bin 14. Was nimmst du ein? Wo kriege ich Sams rezeptfrei her? Das sind... Wir haben ja das Problem, dass wir immer etwas nehmen wollen oder etwas kaufen wollen und nie unser Verhalten ändern. Und in diesem Kanal hier, auf dem Doc Felix YouTube-Kanal, geht es hauptsächlich immer um Verhaltensänderungen. Ist immer ganz schwer, weil zum Beispiel bei Instagram, da werde ich ganz häufig angeschrieben, hey, wie findest du das Produkt oder wie findest du das? Selten fragen Leute, hey, wie kann ich denn diese Routine in meinen Alltag integrieren oder wie kann ich das dann tun? Und da ist halt wirklich der wahre Hebel, ja? Also denkt weniger daran, was ihr denn kaufen könnt, sondern mehr daran, was ihr tun könnt, essen könnt, bewegen könnt. Sachen dann wahrscheinlich auch in der falschen Dosis zu sich nehmen und dann halt einfach mit Körpern rumlaufen, für die sie noch gar nicht gemacht sind. Hier ist auch wieder typisch, dass diese jungen Bodybuilder glorifiziert werden. Wie ich schon vorhin gesagt habe, sie sehen zwar optisch fit aus, aber ihre Organe und wie es da drin aussieht, das sieht am Ende wieder mal nur der Arzt. Und dann ist es meistens auch schon zu spät. Genau, Organe, zum Beispiel von Bodybuildern, das siehst du bei so richtigen krassen Stoffer-Bodybuildern, dass die so einen dickeren Bauch haben, aber keinen Gramm Fett. Das liegt daran, dass die Leute nicht nur Testosteron, sondern zum Beispiel auch Wachstumshormone nehmen, so HGH heißt das. Und dadurch wachsen ja nicht nur die Muskeln, sondern auch die Organe von innen. Und die drücken dann natürlich nach vorn. Also es kann natürlich sein, dass du die irreparable Schäden zu dir ziehst. Sehr gutes Video von meiner Freundin Gnu. Und Chris Hemsworth hat ja selber ein Video hochgeladen, wie er trainiert. Und ich habe darauf hier reagiert. Und ich habe auch mal darauf reagiert, wie The Rock ist. Also was er denn den ganzen Tag isst. Wenn du das sehen willst, dann klick dieses Video an.